Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor Alpha 2. Genau, heute wieder zurück in alter Frische. Heute werden wir noch nicht dieses besagte Dings benutzen. Ich sag jetzt mal nicht mehr, es war eigentlich so dumm, dass ich das überhaupt erwähnt habe. Egal, vergesst es einfach. Heute werden wir uns mal das Feuerwerk irgendwie anschaffen, irgendwie, ja. Und versuchen mal, ob wir damit irgendwie dem Nachbar vielleicht sonst irgendwie schädigen können. Oh shit. Oh lol. Ja, toll. Vielleicht geht es ja irgendwie. Und ich wollte auch noch ausprobieren. Und zwar gibt es etwas bei der Milch. Für das müssen wir aber erstmal dann irgendwie hinten reinkommen. Hier genau. Alles klar, hier läuft einfach das Wasser. Oh Mann, irgendwie bekomme ich den Dings hier nicht an den Stromgenerator. Was soll das? Ich denke, ich weiß gerade nicht, ob er dort... Oh shit. Ja, das war stupid, weil jetzt hat er mich gesehen. Und jetzt muss ich kurz ein bisschen ran. Egal, ja, verpiss dich jetzt. Ich will dann wieder einbrechen. Apropos einbrechen, mir ist letztes Mal noch ein Spiel in den Sinn gekommen, dass wir vielleicht Was macht er denn? Musste seine eigene Tür aufbrechen, alles klar, Digga. ne, auf jeden Fall, Thief Simulator könnten wir mal noch spielen, wenn dann hier Hello Neighbor vorbei ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen und wie ihr es findet, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Schaut euch übrigens auch unbedingt das letzte Video an, da haben wir die Map so ein bisschen erkundet und vor allem haben wir da so gesehen, was der Nachbar so macht. Das war ein bisschen lustig. Und wir haben hinten einfach einen See gefunden. Und wir konnten halt nochmal durch Wände fliegen und so. Ja gut. Wir haben halt versucht, hier über die Wand zu kommen. Aber wir haben alle Mülltonnen verloren wieder mal. Das ist ja leider immer so ein bisschen unser Problem. Okay, ich weiß gerade, dass er beim Keller ist. Beziehungsweise, ich glaube, er schaut gerade fern. Okay, der Dings läuft jetzt. Dann können wir das jetzt auch aufmachen, dieses Tor. Also natürlich nur, wenn da jetzt keine irgendwie, dass er im Weg ist oder so. Und den Teddy wollte ich auch noch mitnehmen. Mit dem können wir vielleicht auch noch irgendwas machen. Und stimmt, wir wollen auch noch kurz gucken, ob wir dann irgendwie... Was ist das eigentlich? Eine Magnetpistole? Oh, oh. Ob wir irgendwie... ich wollte noch gucken, ob wir vielleicht irgendwie... Hä? Wow, wow, wow. Alter. Okay, wieso hat er denn schon so viele Kameras aufgestellt? Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ach komm, scheiß Kriege. Wir werfen hier auch mal den Teddy dann kurz raus. Ach, warte mal. Hat nicht geklappt. Ey, wieso kann ich den nicht rauswerfen? Wollt ihr mich verarschen? Nice. Genau, so, dann werfen wir auch nochmal alles Feuerwerk raus. Das Gefährliche ist halt beim Feuerwerk, das zündest du mit E. Und du musst es aber auch mit E aufheben. Das ist sehr kritisch die ganze Zeit. Aber egal, wird bestimmt mal schief gehen. Wie gesagt, wir werfen einfach mal alles raus. Das letzte können wir hier noch ins Inventar nehmen. Dann können wir das vielleicht gleich beim Nachbarn mal ausprobieren. So, wir sind jetzt hier draußen. Lol, man kann hier drüber gehen. Ich dachte, man fällt runter. Okay. Interesting. Naja, auf jeden Fall, dann... Oh, okay, man fällt auch runter, okay. Nachbar, wo bist du denn? Oh. Nein! Oh, scheiße. Naja, hat nicht ganz geklappt. Und wahrscheinlich habt ihr auch gerade einen Sound gehört, weil ich schreibe gerade mit, Daydreamer. Wir wollen nämlich gleich noch was aufnehmen. Okay, ich kann wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal vorkommen, dass er schreibt. Okay, aber für was ist denn die Magnetpistole? Ach, ich weiß was. Stimmt. Und ich weiß immer noch nicht, wieso ich immer so piepse. Ja, auf jeden Fall können wir hier den Dietrich doch hier anziehen. Und ihn dann durch den Boden backen. Wollte ich mich jetzt verarschen? Jetzt ist der weg. Och, Junge. Ist doch nicht wahr. Können wir den Crowbar auch anziehen? Nee, wäre das jetzt irgendwie zu wenig Kraft oder so. Ach, das ist doch scheiße. Wieso fällt er denn auch hier durch den Boden? Was soll das denn? Was wir aber können... Da hinten, ach scheiße, das Fenster ist wieder zu. Okay, warte, dann schmeißen wir jetzt kurz ein und gehen jetzt hier vorne mal kurz rein. Und übrigens, das Feuerwerk hat ja scheinbar auch irgendwie nichts gebracht, von daher. Naja. Da! Er ist hier gespawnt bei dem Lost and Found Zeugs. Ja, das ist hier geil. Ich weiß auch gar nicht, kann man... Oh Gott. Kann man den Nachbar in dieser Version schon mit Kisten abwerfen? Oh, hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Er war gerade... Oh, Alter, zum Glück bin ich nicht durch die Tür. Er war direkt dort. Genau, und für das brauchen wir jetzt dann auch die Milch dort vorne. Okay, ich weiß es nicht. Kommt der Nachbar wieder hier rein? War gerade am Duschen. Das wäre jetzt nämlich nicht so praktisch. Ich sollte auch still sein. Alter! Hä? Ich wollte gerade sagen, wenn er mich jetzt entdeckt hätte wegen diesem Piepen, das wäre ja übel asozial gewesen. Okay, hier oben ist nämlich genau hier Sleeping Pills. Die gibt es hier in diesem Spiel und... Oh mein Gott, wieso war denn noch die Tür offen? Ich dachte, der kommt jetzt. Oh, ja, moin. Servus, moin. Alles klar, Digga. Alles klar. Okay, auf jeden Fall müssen wir jetzt versuchen, den Nachbarn irgendwie abzulenken. Und dann können wir in diese Sleeping Pills hier in seine Milchdings reinmachen. Und dann, weil er ja so viel Milch trinkt, trinkt er dann die ganze Zeit, Alter, wollt ihr mich verarschen?
Wie viele Kameras hat es denn hier jetzt schon wieder? Oh Gott, auf jeden Fall diese Sleeping Pills. Die würde dann natürlich irgendwie eingemischt bekommen. Und ja, dann schläft er halt ein, logischerweise. Ach, Junge hat mich schon wieder gesehen. Rudi, beruhig dich, ich hab dir nur eine Box geklaut. Hä? Was? Alles klar, Digga. Okay, aber die Box macht ihm also ansonsten nichts aus. Nee. Ihn juckt es auch gar nicht, wenn wir ihn abschmeißen hier. Alter, diese Sounds aber auch, wenn man hier in der Nähe ist. Hä, ihn juckt es einfach nicht. Und er geht wieder durch den Zaun. Was bist du für eine? Ich überlege gerade, ist das Fenster hinten noch offen? Nee, wow. Alter. Wenn das Fenster jetzt hinten nämlich noch offen wäre. Alles klar, ich dachte, er kommt nicht so weit, aber okay. Und zwar wollte ich sagen, wenn das Fenster jetzt hinten noch offen gewesen wäre, dann hätten wir natürlich kurz hinten rum gekonnt. Aber, oh Gott. Was? Ich habe wahrscheinlich gerade das eine Fenster eingeschmissen und er ist einfach durch das andere rausgesprungen, hat es auch kaputt gemacht. Ja, dumm gelaufen, Herr Nachbar. Dumm gelaufen. Wir können das hier jetzt so ein bisschen beobachten, ohne dass er uns sieht. Wo ist er denn gerade? Ah, da vorne. Theoretisch könnten wir jetzt hinten rum rein, um ja, hinten rein, um die Sleeping Pills dann in die Milch zu mischen, weil es ja gerade in diesem Teil vom Gebäude. Das heißt, er dürfte nicht so schnell wieder dahin kommen. Eigentlich. Fuck. Milch. Oh, lol, jetzt leuchtet die so grün. Huch. Die Kameras haben alle ausgelöst, aber die Milch leuchtet jetzt so grün. Wir warten jetzt hier, bis der kommt und die dann trinkt. Und dann sehen wir mal, was das denn für Nebenwirkungen gibt. Nein. Oh, bitte. Nein. Ach, Mann, der ist rausgegangen. Keine Ahnung, wie lang das jetzt actually geht. Ich hoffe nicht allzu lang. Ja, Leute, die, also, pff, keine Ahnung, kennt ihr diesen Clip von Family Guy, wo Stewie den Monster Energy Drink vorstellt? Irgendwie, und dann, ja, es ist grün, also ist es natürlich. Das würde ich halt bei der Milch jetzt auch behaupten. Ich meine, gut, ja, Milch ist ja eigentlich auch sonst natürlich. Aber jetzt ist halt so äußerst natürliche Milch. Ich meine, also ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, was ich hier labere, aber ich muss irgendwas labern, Alter, sonst geht das hier gar nicht. Sonst nehme ich hier 30 Minuten auf und das Video geht irgendwie so 2 Minuten. Nee, das Video wird wahrscheinlich jetzt auch schon länger gehen, aber trotzdem. Er kommt. Trink doch die Milch. Sie steht neben dir. Und dann kann man... Oh Gott, Junge. Und vielleicht habt ihr es gerade gesehen, er hatte so einen Schlüssel am Gurt oder was und den könnten wir dann halt eigentlich, wäre das so gedacht, dass wir es ihn dann so bekommen. Nicht, dass wir ihn einfach auf der Straße abziehen. Aber naja. Wir haben es halt, wir sind einfach besser, Alter. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, bis er reinpennt, Junge, wird das wahrscheinlich jetzt noch ein Weilchen dauern. Das ist das Problem. Was ich eben auch noch machen wollte und ich glaube, das... Ich muss erstmal kurz gucken, wo sind denn hier Kameras? Alter, dieser richtig asozial. Irgendwo ist ja hier aber auch noch eine zweite Kamera. Hä, nicht? Dann wird mal auch so, auf jeden Fall wollte ich hier mal kurz durch. Wow! Nein, 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 Nachbar, Nachbar, ganz ruhig, oh Gott. Mann! Ich dachte halt, dort drin ist irgendwo. Ach komm, Junge. Ich dachte halt, dort drin ist irgendwo. Oh Gott. Aber wir nehmen erstmal den Crowbar, dann können wir das Ending schon mal aufmachen. Hier ist auch eine Gießkanne. Vielleicht kann man die brauchen. Geht das immer noch verkehrt auf? Warte mal. Tools. Ja. Ach, das ist meine Lieblingsbox. Einfach, weil sie verkehrt aufgeht. Wow, wow, wow. Oder einfach komplett ausrastet ist natürlich. Hä? Okay, die paaren sich gerade. Oh mein Gott. Alter, geh doch rein. Alter. Hä? Er hat eine Falle aufgelöst. Ausgelöst, meine ich. Nicht aufgelöst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dann erkennen, wann er das die Milch trinkt. Wir können ihm... Oh, scheiße. Oh, Junge, oh mein Gott. Ich weiß auch gar nicht, haben wir ein Fernglas? Oh Gott, wir haben hier noch den Teddy. Was passiert, wenn wir den in den Mülleimer machen? Ha. Dann schmeißen wir noch so schön einen Böller da rein. Genau. Wir haben den... Was? Wir haben den... Junge, jetzt verpiss dich mal bitte. Ich will dir kurz was gucken. Wir haben einfach den Teddy und die Mülltonne verbrannt. Ja. Deswegen, was lernen wir daraus? Schmeißt nie einen Böller in eine Mülltonne. Das habe ich bestimmt auch nicht gemacht, als ich noch jünger war. Beziehungsweise gerade erst, als der internationale Feiertag war von der Schweiz. Ne, wir haben keinen Böller in die Mülltonne gemacht, sondern in den Rasen und dann so ein Loch reingesprengt. Naja, um das soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Wir können hier auch nochmal kurz anrufen. Hallo, hier ist die Polizei. Oder, also ich will die Polizei anrufen eigentlich. Alter, guck mal, wie krass das ist mit diesem Unterschied. Wenn ich jetzt hier gucke, ist es so, halt... Kurzsicht, ja.
Und so ist es übel weitsichtig. Also wird halt verschwommen alles, was nach ist. Das ist krass. Hier, weit, kurz, weit, kurz. Ach komm, scheiß Telefon, das nimmt eh niemand ab. Was macht deine Nachbar gerade? Hallo, guten Tag. Ich leih mir hier nur kurz. Hallo? Willst du nicht schlafen gehen? Och, Junge, erstmal. Genau, erstmal den vorm Schlafen. Macht das übrigens auch, Leute. Das hilft wirklich, ihr könnt besser schlafen. Weil dann alle Muskeln mehr entspannt sind. Ist hier hinten vielleicht noch. Ne, natürlich ist hier nicht offen. Ich weiß, ich wollte gerade sagen, wir weiß nicht, wie schlau es ist, jetzt hier reinzugehen. falls wir es noch schaffen, könnten wir theoretisch kurz beim. Ah, warte, die Milch ist noch grün, oder? Ja, ja. Ich glaube, wahrscheinlich wird die dann nicht mehr grün sein, wenn wir. Oder wenn er sie getrunken hat. Oh Gott. Ach Junge, die scheiß Kameras. Alter, es wird so schwierig. Ich glaube nicht, dass wir heute noch das Ending erreichen werden. Dann könnten wir uns dort unten noch ein bisschen umsehen. Es wäre halt echt praktisch, wenn er jetzt einmal seine Milch trinken würde. Oh, jetzt ist er gerade vom Fernseher gewesen. Och Mann. Alter, jetzt schreiben mir noch andere YouTuber bei Discord. Was soll denn das? Okay, Leute, ich glaube, er ist jetzt ins Bettchen gegangen. Oder? Problem ist wahrscheinlich, wenn ich eine Kamera auslöse, würde er direkt wieder wach. Die Milch? Ah, ist immer noch grün, scheiße. Okay. Ja, ach Junge. Ja, es ist halt. Wahrscheinlich hört ihr die. Oh shit. Lol. Wahrscheinlich hört ihr die ganze Zeit diese Discord-Sounds. Ja. Warte mal, ich muss kurz zurückschreiben. Ja, auf jeden Fall. Ach, warte mal, ich muss. Es tut mir leid, wir haben halt gleich ein Projekt geplant. Das, warte mal, wann kommt diese Folge hier? Ich nehme halt alles gerade ein bisschen vorher auf, aber naja. Na, auf jeden Fall haben wir gleich halt. Also gleich dieses Wochenende eigentlich ein Projekt geplant. Das dabei beginnt. Ihr werdet das Ganze mitbekommen. Die erste Folge kommt wahrscheinlich dann am Samstag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann diese Folge kommt, weil, wie gesagt, ich bin in der Vorproduktion. und ja. Das Ding ist, es wird ein Minecraft-Projekt mit vielen kleinen YouTubern. Also mit vielen, mit vielen meine ich eigentlich so 10. Und ja, genau. Also auf jeden Fall, ja. Deswegen crashen die immer so ein bisschen meine Aufnahme. Und gleich nehme ich sowieso mit Daydreamer noch ein bisschen Granny Simulator auf. Ja, das Projekt wird auf jeden Fall nice. Bleibt da auf dem aktuellen Stand. Deswegen vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Ich meine, die Glocke zu aktivieren. Das ein Abo dazulassen und natürlich ein Like. Das würde mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall die anderen Videos der Alpha 2. Und irgendwie ist es gerade so eine Abmod geworden. Denn eigentlich haben wir alles erreicht, was wir wollten. Wir konnten die Milch vergiften. Wir haben das Ganze jetzt nur noch nicht, oder vergiften, Alter. Ja, jetzt ist es halt so, dass er die Milch halt noch nicht getrunken hat. Naja, wieder mal auf jeden Fall. Weil das Einzige, was halt passiert wäre, wäre, dass er jetzt ins Bett gegangen ist oder aufs Sofa und dann hätte er dort gepennt länger. Also, so viel habt ihr jetzt nicht verpasst. Sonst könnt ihr das bei anderen YouTubern anschauen. Ja, auf jeden Fall, lasst ein Like und dann war da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.